Wie heißt das Ding? Schwimmnudel. Schwimmnudel. Hallo, willkommen beim Wohnhotri Golf. Endlich können wir wieder kurze Sachen tragen. Es ist schön, oder? Heute möchte ich dir einen visuellen Effekt zeigen, was mich umhaut, mir sehr hilft, den Ball sicherer zu schlagen, mit einem besseren Ballflug, vor allem mit den längeren Schlägern. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen und falls du noch nicht Wohnhotri Golf Abonnent bist, bitte abonnieren. So, ich habe gerade zwei Bälle geschlagen. Einmal ging der Ball links vorbei und machte eine ganz leichte Fade. Und der andere Ball flog rechts vorbei und machte einen ganz kleinen Draw. Beim ersten Schlag, wenn man links vorbei möchte, wir wollen den Ball ein bisschen links starten, dass der Ball eine leichte Rechtskurve macht, aber mit einem guten, neutralen Schwung. So, nehme den Stand ein, richte dich leicht links vom Ziel aus. Übrigens so ein Schlauch, was ich da habe, was ganz weich, da kann ich nichts kaputt machen, kann ich empfehlen. Wie heißt das Ding? Schwimmnudel. Schwimmnudel. Okay. So, was ich mache, ich richte mich leicht links aus und ich greife den Schläger etwas schwächer. Und von da machst du bitte einen neutralen, guten Schwung. Schaust, dass du beim Abschwingen auf der Ebene bleibst. Bitte. Und dann ist es super einfach, einen kontrollierten, leichten Fade zu spielen. Aber was ist, wenn ich jetzt rechts davon möchte? Ich richte mich wieder ein paar Zentimeter rechts. Von diesem Schlauch aus, wirklich, das sind nur 10 cm. Aber wenn ich jetzt über den Ball stehe und dorthin gucke, sieht es so weit rechts aus. Ich sehe das Ziel und dann sehe ich dieses Zwischenziel. Und es wirkt sehr, sehr weit rechts aus. Und das ist ganz, ganz entscheidend. So, wenn ich jetzt weiß, dass mein Zwischenziel weit rechts ist, werde ich automatisch mehr nach rechts schwingen. Und das ist, was fehlt bei den meisten Schwingen. Der Schläger ist beim Durchschwingen nicht da. Der ist da mit dem Chicken Wing. Und beim Abschwingen wird der Schwung gestartet. Aber wenn ich vorher weiß, ich muss an diesem Ding vorbei, dann, ja, wenn du es genügend trainierst, wirst du von innen kommen und die Arme da strecken. Übrigens, dass der Draw jetzt kommt, ein leichter Linksdrall, da empfehle ich, dass du einfach die rechte Hand dieses Mal leicht nach rechts drehst. Einen etwas stärkeren Griff. So, jetzt etwas rechts ausgerichtet. Mit etwas stärkeren rechten Hand werde ich mich trauen, nach rechts zu schwingen und entsprechend abzuschwingen. Und dieser Schwunggedanke produziert einen so schönen, relativ flachen, aber weiten, kleinen Draw. So, hol dir so bald wie möglich ein Schwimmnudel oder irgendwas ähnliches und du wirst erstmal erstaunt sein, wo eigentlich das Ziel ist und wo du hinschwingen solltest. Dein Abschwung wird besser und das wird dir so viel Vertrauen geben, und vielleicht dir zeigen, wie du einen schönen Draw spielst. Ein gerader Ball geht natürlich auch. Tschüss und bis nächste Woche.